Hallo, Servus. Ich bin der Michael Hausdorff und ich baue Häuser. Das mache ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Schon als kleiner Bub habe ich Häuser aus Legosteinen gebaut oder mit dem Filzstift auf dem Blatt Papier entworfen. Mein Fokus liegt auf einer nachhaltigen Bauweise mit hoher Qualität, mit persönlicher Betreuung, damit Sie mit viel Vertrauen in Ihr künftiges Zuhause einziehen können. Aber was reden wir groß rum? Schauen wir uns doch einfach mal eine meiner Baustellen an. Hier im Hintergrund sehen wir den ersten Teil der Photovoltaikanlage, die wir für dieses Doppelhaus durch die Firma Ebeco Solar installieren haben lassen. Insgesamt sind auf dem Carport und auf dem Dach des Wohngebäudes pro Doppelhaushälfte 15,75 Kilowatt Peak Photovoltaikleistung errichtet worden. Jede Doppelhaushälfte ist mit einer Piquea verknüpft, mit vier Druckgasflaschenbündeln, die insgesamt 1200 Kilowattstunden elektrischen Stromspeicher haben. Wir sind ganz bewusst haben uns ganz bewusst dafür entschieden, deutsche Photovoltaikmodule zu verwenden. In dem Fall stammen die Photovoltaikmodule von der Firma Meyer-Burger. Der Grund dafür liegt eigentlich auf der Hand. Es macht aus unserer Sicht relativ wenig Sinn, Module in China beispielsweise zu produzieren, um sie dann einmal um die halbe Welt zu transportieren, damit sie bei uns montiert sind. Das kann man auch anders lösen durch heimische Produktion. Wir sind generell auch dazu übergegangen, dass wir keine Fertigteilgaragen mehr aufstellen, sondern dass wir wollen ja unsere Dachfläche nach Möglichkeit möglichst gut für Photovoltaik nutzen. Also errichten wir, wie in dem Fall Carports oder auch bei anderen Bauvorhaben, Garagen so nach unseren Vorstellungen in Holz- und Metallbauweise, dass diese sich optimal für die Belegung mit Photovoltaik eignen. Hier in dem Fall haben wir eine Dachneigung von etwas über 10 Grad nach Süd-Südwest ausgerichtet. Und wie man erkennen kann, ist auch jetzt um die Mittagszeit die Fläche in der Jahreszeit Mitte März sehr, sehr gut durch die Sonne beschienen. Wir stehen jetzt hier im Außenbereich von unserer Baustelle in der Wilhelm-Busch-Straße, die ja schon fast fertiggestellt wird. Im Hintergrund sehen wir die Außeneinheit von unserer Piquea-Anlage. Die besteht neben der Verdichtereinheit in der Mitte im Wesentlichen aus vier Druckgasflaschenbündeln, in dem der produzierte Wasserstoff gespeichert wird. Wasserstoffflaschen haben eine Gesamtkapazität von 1200 Kilowattstunden Strom. Sprich, in den Wintermonaten, wenn wir zu wenig Photovoltaikstrom zur Verfügung haben, erreichen wir nach der Rückverstromung 1200 Kilowattstunden. Das ist wirklich eine beachtliche Zahl. Der Clou an der ganzen Geschichte ist aber nicht nur die Rückverstromung, sondern die damit einhergehende Wärmeenergie, die die Piquea dem Haus quasi kostenfrei mit zur Verfügung stellt. Im Sommer können wir damit die Brauchwassererwärmung unterstützen und in den Wintermonaten entlasten wir ganz erheblich unsere Heizungsanlage. Häufig werde ich von meinen Kunden gefragt, ob die Piquea irgendwie störend ist oder ob irgendwelche Sicherheitsrisiken damit verbunden werden. Da kann man die klare Aussage dazu treffen, nein, dem ist nicht so. Die Piquea wird in den Sommermonaten etwa 3 oder 4 Mal am Tag kurzzeitig einschalten und den von dem Elektrolyseur produzierten Wasserstoff in die Druckgasflaschenbündel hineinpumpen. Das Geräusch ist dabei so leise, dass es in den natürlichen Umgebungsgeräuschen weitgehend untergeht. Wer möchte, kann sich auf einen dafür produzierten YouTube-Video von der Firma HPS einen Eindruck davon verschaffen, wie leise eigentlich diese Anlage in den Sommermonaten tatsächlich ist. Hier sehen wir unsere Piquea-Inneneinheit, bestehend aus Batteriespeicher. Der hat 20 Kilowattstunden nutzbare Kapazität und der ist in erster Linie dafür gedacht, den Nachtstrom auch in den Sommermonaten bereitzustellen, also den Strom, den man während der Nacht verbraucht, wenn draußen keine Sonne auf die Module scheint. Darüber hinaus dient er quasi auch in den Wintermonaten als Pufferspeicher. Lüftungsgerät, Brennstoffzelle. Und die Brennstoffzelle liefert 1,5 kW, also sprich 1500 Watt.
Auf 24 Stunden hochgerechnet sind das 36 Kilowattstunden, was die Brennstoffzelle am Tag leisten kann. Punktuell betrachtet sind 1500 Watt sehr häufig nicht hinreichend. Wenn man sich überlegt, der Backofen ist an, der Föhn wird benutzt, der Staubsauger, da hat man ganz schnell eine deutlich höhere Leistungsanforderung. Von daher ist auch im Winter der Batteriespeicher sehr wichtig, weil der Batteriespeicher wird dann durch die Brennstoffzelle immer wieder aufgeladen und deckt dann mitunter auch diese Spitzenlasten größtenteils ab. Nur wenn die Spitzenlast so hoch ist, dass das auch nicht ausreicht, dann beziehen wir vereinzelt, aber nur kurzzeitig Strom aus dem Netz. Von daher ist eine hundertprozentige Autarkie relativ unwahrscheinlich, einfach aufgrund des Nutzerverhaltens. Das, was man aber tatsächlich noch aus dem Stromnetz, aus dem öffentlichen Stromnetz beziehen muss, kann auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau gehalten werden. Außerdem hier drin enthalten ist natürlich der Elektrolyseur, der in den Sommermonaten den Wasserstoff produziert. Die gesamte Leistungselektronik ist hier drin. Und es ist hier noch enthalten ein kleines Osmosegerät, weil der Wasserstoff, der erzeugt wird, braucht reinstes Wasser. Hier hinten ist die Photovoltaik aufgeschalten. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, hier unter der Decke sind die gesamten Lüftungsleitungen inklusive verschiedener Filterboxen befestigt. Im hinteren Bereich ist unser Durchgang nach außen zur Piquea-Außeneinheit. Da ist die Stromversorgung mit dabei, die Verdichtereinheit versorgt, auch verschiedene Sensorkabel. Falls draußen jemand an der Anlage manipulieren würde, rein hypothetisch, würde man das so in der Zentrale in Berlin sofort mitbekommen und könnte sogar im Notfall die Anlage herunterfahren. Dieses kleine Edelstahlröhrchen hier ist die Wasserstoffleitung. Und was man hier noch sieht, ist natürlich die Wasserzufuhr. Wasserstoff wird ja bekanntlich durch Wasserstoff erzeugt. Der Verbrauch liegt bei ungefähr 5 Kubikmeter im Jahr, also sehr, sehr sparsam. Und hier hinten die beiden Rohrleitungen, das ist die hydraulische Einbindung der Piquea in die Heizungsanlage, in dem Fall genauer gesagt in die Trinkwassererwärmung. Ein Großteil der Energie, der zur Warmwasserbereitung benötigt wird, wird durch die Piquea bereitgestellt. Das hier ist unser Brauchwasserspeicher. Der Brauchwasserspeicher passt besonders gut zu unserer Piquea-Anlage, weil wir die überschüssige Wärmeenergie, die in der Piquea produziert wird, zu einem großen Teil in die Brauchwasserbereitung mit einbinden können. Das sind, wenn ich es jetzt richtig sehe, diese Rohrleitungen, die von da oben ankommen. Die speisen die überschüssige Wärmeenergie hier hinein. Darüber hinaus haben wir hier auch noch einen elektrischen Heizstab. Der ist dafür da, wenn in den Sommermonaten massiv Stromüberschuss produziert wird, kann dieser dazu verwendet werden, das Brauchwasser zu erwärmen, was deutlich mehr Sinn macht, als diesen Strom ins öffentliche Stromnetz für nur rund 6 Cent Einspeisevergütung einzuspeisen. Bei dem dann anliegenden Endverbraucher kommen aufgrund der Leitungsverluste, die im öffentlichen Stromnetz einfach vorhanden sind, deutlich weniger Energie an. Ein sehr interessanter Umstand, der vielleicht an der Stelle auch noch erwähnt werden sollte, ist, dass die Heizungsanlage und die Piquea miteinander verknüpft sind über eine sogenannte Smart Grid Schnittstelle. Das heißt, je nachdem, was die Heizung für Anforderungen hat und was die intelligente Leistungselektronik der Piquea für die nächsten Stunden voraussieht, kann die Piquea der Heizungsanlage sagen, hey Heizungsanlage, ich habe massiv Strom im Überfluss. Kannst du den Strom vielleicht gerade verwenden? Oder die Heizungsanlage sagt der Piquea, ich brauche wahrscheinlich demnächst Heizungsenergie, hast du Energie zur Verfügung? Und wenn nicht jetzt, dann vielleicht in 2 Stunden. Also da findet eine gewisse, sehr intelligente Kommunikation dieser beiden Anlagen statt. Hier hinten, das ist unser Heizungswasserspeicher. Wir haben die Systeme hier bewusst voneinander getrennt. Einmal Brauchwasser und einmal Heizungswasser, weil wir dieses Gebäude über unsere Geokollektoren draußen und über die Wärmepumpe im Sommer auch kühlen möchten. Das heißt, in den Sommermonaten ist hier letztendlich kein heißes Wasser enthalten, sondern kaltes. Hier wird kaltes Wasser bevorratet. Dazu wird der Kühlkreislauf einfach umgedreht.
Die sich erwärmende Fußbodenheizung wird langsam abgekühlt und die überschüssige Wärmeenergie, die man im Sommer nicht haben möchte, wird dann nach draußen gepumpt. Das hat den großen Vorteil, dass wir auch in den Sommermonaten ein sehr behagliches Wohnraumklima im Haus schaffen können. Der unangenehme Effekt, den man vielleicht mit einer Klimaanlage hätte, dass die Raumluft zu sehr abgekühlt wird und dann vielleicht auch zu trocken wird und sich dann Erkältungen einstellen hat, das hat man dadurch nicht, sondern es ist eine sanfte Temperierung des Wohnraums. Und das ist letztendlich auch unser Ziel. Wir wollen ja eine behagliche Wohnatmosphäre schaffen. Letztendlich ist das Thema Energie ja sicherlich ein sehr wichtiges, aber irgendwo steht der Mensch im Vordergrund, der ein schönes Zuhause haben möchte, in dem er sich auch wohlfühlt. Ja, im Zusammenhang mit unserer Heizungsanlage spielt natürlich auch die Frage eine Rolle, wo kommt die Wärmeenergie her? In dem Fall haben wir uns dafür entschieden, eine Wärmepumpe zu verwenden, die einen Großteil der Wärmeenergie aus dem Erdreich bezieht. Die Leistungsdaten sind phänomenal, muss man wirklich so sagen. Für rund 8000 Kilowattstunden thermische Energie, die wir produzieren, haben wir eine Leistungsaufnahme, die lediglich im Bereich von etwa 1000 bis 1800 Watt liegt. Das ist schon auf absolutem Spitzenniveau. Die Wärmeenergie, die dem Erdreich entzogen wird, wird über sogenannte Geokollektoren entzogen. Geokollektoren sind vereinfacht gesagt Platten aus einem speziellen Kunststoffmaterial. Diese Platten werden im Erdreich in verschiedenen Strängen verlegt, in Sand eingebettet und entziehen dann dem umliegenden Erdreich die Wärmeenergie. Die Anlage kann dadurch besonders effizient laufen, weil wir dort unten relativ konstant gleiche Umgebungstemperaturen haben. Im Laufe eines Winters natürlich sinkt die Temperatur sukzessive langsam ab. Und am Ende eines langen, harten Winters hätte man im Extremfall da unten eine gefrorene Sandschicht, in der die Geokollektoren verlegt sind. Im Sommer können wir den Kreislauf umdrehen und können die Wärmeenergie dem Haus entziehen und wieder in das Erdreich hineinpumpen und somit das Haus kühlen. Damit die Geokollektoren besonders gut funktionieren, sollten sie in einem möglichst feuchten Sandbett eingebettet sein. Das ist bei uns der Fall und dafür haben wir uns intensiv Gedanken gemacht. Zunächst haben wir dafür gesorgt, dass unsere Terrassenfläche eine möglichst gute Versickerungsfähigkeit hat und daher haben wir uns für WPC-Dielen entschieden. Zwischen den Dielen ist immer ein gewisser Abstand, eine etwa 5 mm breite Fuge, wodurch auch hier Regenwasser versickert werden kann. Darüber hinaus haben wir allerdings auch das am Dach fallende Regenwasser nicht wie allgemein üblich über Sickerschächte versickern lassen, sondern wir haben eine Flächendrainage eingebaut. Vereinfacht gesagt ist es so, dass über unsere Geokollektoren hinweg ein Drainagerohr verlegt ist, wo das Regenwasser, was auf dem Dach anfällt, hindurchgeleitet wird und dort eben über die Geokollektoren versickern kann. Das Ganze ist ausgestattet mit einem Vorfilter und wir haben noch eine Spüleinrichtung eingebaut. Also sollte die Anlage über mehrere Jahre hinweg durch Laub oder Ähnliches verschlammen, so kann man sie auch jederzeit reinigen, ohne dass man einen Sickerschacht beispielsweise aufmachen müsste und mit schwerem Gerät ausräumen müsste. Das Ganze kommt auch der Bepflanzung in unserem Garten zugute, dadurch, dass wir eine sehr gut mit Wasser gesättigte Sandschicht in etwa 1,20 Meter bis 1,60 Meter Tiefe haben, wird auch Regenwasser nicht stark versickern, sondern den Pflanzen an der Oberfläche länger zur Verfügung stehen in beispielsweise harten Sommermonaten mit Hitzewellen, so dass auch die Pflanzen besser mit Flüssigkeit oder mit Wasser versorgt sind und auch in langen Trockenperioden diese besser durchhalten. Wärmedämmung und Nachhaltigkeit ist selbstverständlich wichtig. Wir legen unseren Fokus darauf, dass hier eine Familie einzieht, die sich wohlfühlt, die Platz hat, um zu leben. Selbstverständlich könnten wir dickere Außenwandsiegel verwenden, als wir es aktuell tun.
Wir haben uns dennoch bewusst für einen 30 cm schlanken Außenwandziegel entschieden. Der Hersteller ist Schlagmann Poroton. Der Ziegel hat eine Perlitefüllung innen drin und erreicht damit hervorragende Wärmedämmeigenschaften. Die Erhöhung der Außenwanddicke würde einen erheblichen Verlust an Wohnfläche und damit an Lebensraum bedeuten. Man stelle sich nur mal vor, 20 cm Außenwandstärke, die Außenwand würde so weit hereinragen. Und das in jedem einzelnen Raum des Gebäudes. Der Verlust an Wohnfläche entspreche in etwa der Fläche eines Kinderzimmers. Selbstverständlich spart man mit einer etwas dickeren Außenwand deutlich an Energie ein. Dennoch muss man den gesamten Prozess im Auge behalten. Allein für die Herstellung eines deutlich dickeren Außenwandziegels benötige ich viel, viel mehr Energie. Diese Energie hole ich erst nach vielen, vielen Jahren über die Energieeinsparung bei der Beheizung des Gebäudes wieder hinein. Wenn letztendlich die Energie, die ich zum Beheizen des Gebäudes brauche, komplett aus erneuerbaren Energien abgedeckt werden kann, macht es relativ wenig Sinn, viel Energie auf die Herstellung des Außenwandziegels zu verwenden. Hinzu kommen noch weitere Umstände. Verbrauche ich mehr Material beim Außenwandziegel, gehe ich nicht nachhaltig mit den darin enthaltenen Rohstoffen, Ton und Lehm um. Auch der Entsorgungsprozess spielt eine Rolle. Wenn das Haus irgendwann einmal, sagen wir in 100 Jahren, wieder abgerissen werden muss, produziere ich mit einem entsprechend dickeren Außenwandziegel viel mehr Bauschutt, als ich es aktuell tue. Wir befinden uns jetzt hier in einem meiner Lieblingsräume dieses Bauvorhabens. Hier im Dachgeschoss haben wir eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen. Dabei wurden bewusst die verschiedenen Hölzer sichtbar gelassen und weiß lasiert. Über das schöne Fenster hat man einen traumhaften Ausblick draußen in die freie Natur. Bei der Auswahl unserer Baumaterialien konzentrieren wir uns zum einen auf Nachhaltigkeit, auf Langlebigkeit und auch auf den ökologischen Wert, den wir damit einbringen. Ein Beispiel dafür ist der von uns verwendete Innenputz. Wir sind vor einigen Jahren davon abgekommen, eher billige und günstige Gipsputze zu verwenden. Stattdessen verwenden wir Kalkputze. Ein Kalkputz hat hervorragende raumklimatische Eigenschaften. Darüber hinaus ist er deutlich robuster und widerstandsfähiger gegen Beschädigungen. Der Gipsputz im Vergleich dazu ist deutlich weicher. Das hat den Vorteil, dass ein Raum oder ein Gebäude deutlich seltener renoviert werden muss. Das spart letztendlich auch Kosten ein und darüber hinaus bleibt das Haus einfach länger schön. Auch im Außenbereich haben wir uns intensiv Gedanken über die Putzstruktur gemacht und verwenden Außenputze, die statt als Zuschlagstoff Styroporkügelchen verwenden. Bei uns sind Perlite enthalten. Perlite bestehen aus Basaltgestein und sind somit ein natürlich vorkommender Baustoff. Bei der Auswahl unserer Zulieferer und unserer Handwerksbetriebe ist es uns ebenfalls wichtig, den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Wir achten sehr genau darauf, wo unsere Materialien herkommen. Unsere Fenster beispielsweise werden von einer Firma produziert, die nur wenige Kilometer nördlich von München ansässig ist. Dadurch konnte der Transportweg minimiert werden. Die von uns verwendeten Hölzer hier beispielsweise, sowohl Parkettboden als auch Dachstuhl, stammen allesamt aus bayerischer Produktion. Auch unsere Handwerksbetriebe sind in der näheren Umgebung ansässig. Die meisten davon müssen bei ihrer täglichen Fahrt zur Baustelle Wege von weniger als 30 Kilometern zurücklegen. So, da sind wir wieder, zurück im Büro. Ich hoffe, Ihnen hat der kleine Rundgang auf unserer Baustelle gefallen. In der Zukunft haben wir noch eine Menge vor. Wir möchten unser innovatives Energiekonzept auf Mehrfamilienhäuser übertragen. Es steht auch im Raum, eventuell mal einen Eisspeicher einzusetzen. Und wir planen in der Zukunft auch seniorengerechtes Wohnen oder generationenübergreifendes Wohnen. Es steht uns also noch das ein oder andere spannende Projekt vor. Vielen Dank und ich freue mich, Sie kennenzulernen.